Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und ich freue mich heute, die ehemalige DWS-Fondsmanagerin Susan Levermann begrüßen zu dürfen im heutigen Interview. Susan hat eben bei der DWS einen der Top-Deutschland-Fonds geleitet, wurde auch ausgezeichnet als bester deutscher Fonds über 1 und 3 Jahre. Und Susan hat auch ein Buch geschrieben, die Levermann-Strategie, der entspannte Weg zur Reichtum, über den wir heute natürlich auch sprechen werden und auf den wir heute genauer zu sprechen kommen werden. Und sie ist auch eine der Mitgründerinnen eines der ersten Klimaschutz-Ratings für Investmentfonds. Und ja, ich freue mich einfach, Susan, dass du heute dabei bist und heiße dich herzlich willkommen. Ja, ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung, Max. Ja, sehr schön, dass das heute geklappt hat. Und wir wollen ja heute ein paar Dinge besprechen. Wir wollen halt darauf eingehen, wie du überhaupt zur Fondsmanagerin gekommen bist, warum du das heute nicht mehr machst und was so die neuesten Projekte sind, die du gestartet hast. Und wir hatten es gerade schon drüber, dass wir eine Gemeinsamkeit haben, und zwar, dass du auch in Heidelberg studiert hast. Was hat dich denn nach Heidelberg gebracht? Was mich nach Heidelberg gebracht hat. Naja, ich hatte erst ein Grundstudium in Lüneburg gemacht und dann war ich ein Jahr im Ausland in Miami zum Studium und dann weiß ich nicht, dann war mir Lüneburg zu klein und dann habe ich irgendwie gedacht, naja, ich habe eine Bankausbildung gemacht, ich ende sowieso bei den Banken und dann muss ich eh mal nach Frankfurt und dann habe ich mir einfach Universitäten rund um Frankfurt angeguckt und da hat mir Heidelberg einfach so als, ich weiß nicht, so eine schöne Studentenstadt und eine große Universität, international, viele Studiengänge, das hat mir einfach gefallen, also. Und natürlich, ich meine, ne, diese Romantik, die der Ort hat, ne, ist auch, Ja, auf jeden mein Herz Fall. auch, ne, sofort geöffnet. Sehr schön, freut mich. Ja, doch, ich fühle mich auch wieder immer wieder wohl in Heidelberg. Also kann ich Ja, auch du jedem sehr kommst aus empfehlen, Heidelberg, hast du vorbeizukommen. gesagt, ne? Genau, richtig. Geboren in Heidelberg. Ich habe aber in Mannheim BWL studiert, also nicht in Heidelberg studiert, sondern nur in Heidelberg sozusagen So. gelebt, geboren und gelebt, aber auch ein bisschen außerhalb aufgewachsen, wie das dann manchmal so ist. Ja, Ja, war sonst schön. wären wir uns vielleicht in Heidelberg begegnet beim Studium. Ja, vielleicht, ja. Kann sein. Genau. Und dann hast du ja gesagt, gerade du bist ja dann in die Bankenlandschaft und bist ja relativ schnell auch zur Fondsmanagerin geworden. Wie wird man denn Fondsmanagerin bei der DWS? Also nicht, dass das jetzt hier ein Karriereguide werden soll, aber einfach mal durchaus ja für viele vielleicht interessant, wie kommt man eigentlich dazu, Fondsmanagerin zu werden? Ja, das ist, glaube ich, eine spannende Frage, die vielleicht viele auch interessiert. Also, ich meine, das ist natürlich jetzt auch schon ein paar Jahre her, ne? Also, ich habe im Jahr 2000 angefangen. Also, wir wollen jetzt nicht ausrechnen, wie viele Jahre das ist. Das machen wir nicht. Also, ich wollte damit nur sagen, dass die Zeiten, glaube ich, heute ein bisschen anders sind, gerade was das Recruiting angeht. Also, damals war das, ja, also, es war eigentlich immer mein Traum, an der Börse zu arbeiten. Und ich hatte dann einfach, ja, glaube ich, genügend Leuten davon erzählt, dass mich das interessiert. Und irgendjemand sagte dann, du, ich kenne hier jemanden, die suchen da Junior-Fondsmanagerin. Das war dann noch die Fondsgesellschaft von der Dresdner Bank. Und das hat mir überhaupt den Mut gegeben, ich habe mich einfach blind beworben, faktisch, ne? Also Cool. auch bei der DWS, ich habe dann gedacht, du hast eh bei der Deutschen Bank gearbeitet, dann solltest du auch der DWS eine Chance geben. Also ich habe mich einfach initiativ beworben, beziehungsweise ich habe sogar todesmutig hier so mit zitternder Stimme angerufen und gesagt, suchen Sie eigentlich auch Junior-Fondsmanager? Weil da stand nichts auf der Webseite. Und dann haben die gesagt, Ja. ja, natürlich. Und ich so, oh, Entschuldigung. Und dann, gut, wie gesagt, ich hatte ja bei der Deutschen Bank eine Banklehre und auch neben dem Studium gearbeitet und dann hat denen das natürlich gefallen und dann. Und es war auch, also man muss fairerweise sagen, also ich weiß nicht, wie das heute ist, aber damals war das natürlich auch ein sehr zyklisches Geschäft. Also erinnerst du dich ja, 2000 war kurz Ja. der Peak vom neuen Markt. Also 3 Monate, nachdem ich eingestellt wurde, schlossen sich die Tore, da war dann Einstellungsstopp. Und wenn man also in so einer Phase sich bewirbt, da kann man so gut sein, wie man will, da geht dann gar nichts, ne? Ja, klar. Gehört auch immer viel Glück dazu, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, ohne Frage. Ja. Aber auch einfach so aus der Banklehre heraus nach dem Studium Junior-Fondsmanagerin zu werden, ist ja, ich weiß nicht, ob das heute noch so leicht möglich ist, kann ich mir kaum noch vorstellen, ja. Ja, wie gesagt, da bin ich jetzt auch zu lange raus, um das zu beurteilen. Also, ich meine, die Gesichter, die man so im Internet sieht, die sind nach wie vor relativ jung. Ich meine, ich habe ja auch erstmal so als Sektoranalystin angefangen und dann mit einem relativ einfachen Fonds, also der sich sehr nah an der Benchmark orientieren sollte. Also, das ist dann schon handelbar. Aber ja, ich habe das auch im Internet im Zusammenhang mit dem Buch oft gelesen. Ich habe ja weil ja dann der Bärenmarkt kam und Kollegin wegging, habe ich nach 2 Jahren ja schon diesen Flaggschifffonds bekommen für die europäischen Nebenwerte. Da wird dann im Internet oft gesagt, mein Gott, ne, ist das nicht ein bisschen früh? Und also die Frage ist berechtigt. Andererseits war das die Strategie der DWS, die Leute früh in die Verantwortung zu holen.
Ja, also man lernt dann natürlich auch schneller, ne? Ja, klar, auf jeden Fall. Und wie ist das dann, wenn du jetzt, du hast jetzt gerade, hast du diesen Flaggschiff-Fonds übernommen. Das heißt, das ist ja schon ein Fonds, der ja schon existiert, da sind ja schon Werte drin, da ist ja eine gewisse Strategie hinterlegt. Hast du dann das einfach fortgeführt? Einfach ist jetzt vielleicht einfach gesagt, schwerer getan, weil du hast ja dann auch deine eigene Strategie entwickelt mit der Zeit. Wie Richtig, war denn ja. da der Weg dahin? Wie kamst du denn dazu? Ja, also da ist es eigentlich ein guter Übergang. Also dieser Flaggschiff-Fonds, der hieß damals DWS Provesta, der heißt, glaube ich, heute DWS European Opportunities. Und das, wie du sagst, das war schon ein Fonds, der auch so eine Historie bei der DWS hatte, der sehr wichtig war. Den gab es schon seit 20 Jahren damals. Investierte damals noch, ich glaube, der fing mit deutschen Nebenwerten an, aber als ich ihn übernommen hatte, ging es um europäische Nebenwerte. Und also damals waren die Freiheiten, die ein einzelner Fondsmanager bei der DWS hatte, noch vergleichsweise groß. Ich denke, dass sich das über die Zeit verengt hat im guten Sinne, dass also mehr, sag ich mal, Prozesse über die Abteilung sozusagen durchgezogen sind. Also was ich damit meine ist, dass wenn zum Beispiel die Inhouse-Analysten bestimmte Sachen empfehlen, dann dass der Fondsmanager nur bis zu einem bestimmten Grad davon abweichen darf. Damit auch der Kunde weiß, ich habe hier so eine gewisse Stringenz da drin. Und damals war das aber viel freier. Also die Vorgabe war natürlich, also der Fonds hatte halt eine Ausrichtung, wie gesagt, europäische Nebenwerte. Also ich durfte in nichts investieren, was, weiß ich nicht, wir haben das so definiert, so 6, 7 Milliarden Börsenwert maximal. Alles darunter hatte ich freie Hand. Hatte natürlich auch eine Benchmark. Also da guckt man so ein bisschen, was ist auch in der Benchmark, wie gewichtet, auch von den Sektoren, also von den Branchen her. Aber ansonsten hatte ich da relativ freie Hand. Und ja, ich habe den dann erstmal auf meine Strategie getrimmt. Und der hat mich letztendlich auch zur Levermann-Strategie geführt, weil das war dann so im Bärenmarkt 2003, da hatte sich der DAX ja gerade mehr als halbiert. Und ich habe dann den Fonds so richtig schön ordentlich auf Qualität getrimmt, also nicht so riskante Unternehmen, nicht so viel Technologie. Und dann drehte der Markt und ich guckte schön hinterher, ne? Und da hatte ich ein richtig schlechtes Jahr. Und da habe ich dann mich eben hingesetzt. Da war ich dann gerade 4 Jahre dabei und habe dann gesagt, naja, irgendwie musst du hier systematischer vorgehen. Und da, ja, das waren so die Anfänge der Levermann-Strategie. Und das hat dem Fonds dann auch extrem gut getan. Also gerade weil der halt in so ein riesen, also europäische Nebenwerte, ich hatte dann, weiß ich nicht, 3000 Unternehmen, die ich hätte investieren können. So, wie überblickt man 3000 Unternehmen? Das geht ja nur mit einer vernünftigen Excel-Sheet und schönen Kriterien und dann poppten die es auf und dann poppten da Namen auf, die ich noch nie gehört habe, aber zumindest wusste ich, okay, da ist eine Chance, dann guck dir das bitte mal an, ne? Ja, ist natürlich jetzt die Frage, wie kommt man denn dann zu einer eigenen Strategie? Ich meine, in der Bankenlehre lernt man es wohl kaum und man lernt dann mit Sicherheit sehr viel auch in einem Vorhaus bei anderen Fondsmanagern. Aber das ist ja auch immer so ein Thema, was viele, viele Privatanleger beschäftigt, dass viele ja nach Bauchgefühl investieren und ich versuche auch mal wieder zu vermitteln, mal sich eine Strategie zurechtzulegen und auch mal zu schauen, okay, wie kann man denn sich dem Ganzen systematisch und replizierbar und auch mit gewissen Kriterien nähern? Und das hast du ja damals gemacht, aber wie bist du denn da drauf gekommen? Also man setzt sich ja nicht hin und sagt, ah, das sind jetzt die Kriterien, die setze ich jetzt mal an und fertig, sondern das ist ja schon ein Prozess, der dahinter steckt. Ja, also das ist eine super Frage. Danke, dass du das einbringst. Und da bin ich auch, ja, bin ich, freut mich auch, dass du das mit den Leuten, die du coachst, auch machst, dieses Thema Strategie, weil das ist, glaube ich, absolut das A und O. Die Börse ist ja so vielfältig und so dynamisch, wenn man da nicht irgendwie so eine Strategie hat, dann geht man da ja schnell unter. Also, naja, ich hatte halt, wie gesagt, also in der Banklehre lernt man das tatsächlich nicht. Im Studium lernt man das natürlich auch nicht. Ich hatte eben Zeit, die Kollegen ein bisschen zu beobachten. Und auch zu gucken, nach welchen Kriterien investieren die. Und mit der Zeit merkt man so ein bisschen, was sind auch Kriterien, die zu mir passen, an die ich selber glaube. Also ich habe das in einem anderen Interview schon mal gesagt, ich bin zum Beispiel kein Freund vom Kurs-zu-Buch-Verhältnis, ne? Auch wenn es so charmant scheint, glaube ich halt, dass die Aussagekraft sich etwas überlebt hat. Und man sieht auch, dass der Performance-Faktor kaum noch da ist, wenn man nach Kurs-zu-Buch investiert, ne? Da gibt es Studien zu. Ja, und ich hatte also auch viele Studien gelesen, wo man eben auch sieht, ne, welche Faktoren führen wirklich zu einer Überrendite, also zum Beispiel Eigenkapitalrendite, das war immer ein starker Faktor, oder auch Gewinnrevisionen zum Beispiel. Und dann habe ich mich eben dann nach einer gewissen Weile auch aus der Beobachtung eben mit Behavioral Finance beschäftigt, also mit dieser verhaltensorientierten Ausrichtung, weil ich an mir selber gemerkt habe, dass ich gewisse Fehler wiederholt habe, nach dem Motto, ich weiß es eigentlich besser, aber ich tue es trotzdem wieder, ne?
Ja. Und das habe ich auch bei den Kollegen beobachtet. Also der Klassiker war wirklich, wir hatten eigentlich eine schöne Verkaufsdisziplin, aber wenn dann die Lieblingsaktie da reinfiel, dann wurden trotzdem 1000 Gründe gesucht, warum man die nicht verkaufen sollte, ne? Ja. Ja, wirklich. Ich meine, ist ja auch verständlich. Das ist ja auch sehr sympathisch zu sagen, ich bin da loyal, aber leider kostet das richtig Geld an der Börse, ne? Ja, das ist wirklich so. Ja, man merkt ja auch ganz generell zum Beispiel, und das hatte ich auch schon ein paar Mal in meinen YouTube-Videos gezeigt, diese Analystenschätzungen, diese Kursziele von Analysten, die steigen ja meistens, wenn der Kurs auch steigt, und sie Richtig. sinken immer im Nachgang, wenn der Kurs fällt. Also immer so ein bisschen auch in die Richtung, in die sich der Kurs gerade eh bewegt, ne? Also da gibt es immer solche psychologischen Muster, das merkt man, Genau. die sich selbst Profis teilweise nur schwer entziehen können, weil wir halt doch alle irgendwie. Ja, wir stammen halt doch irgendwie alle vom Affen ab, ja. Und das Affenhirn unter Kontrolle zu kriegen, ist dann das Schwierige, ja. Ja, ich glaube, ich meine, man könnte vielleicht sogar mal analysieren, ob nicht diese psychologischen Effekte in dem Setting einer Fondsgesellschaft vielleicht noch verstärkt werden. Weil da habe ich auch den Gruppendruck. Also ich sitze dann im Ja. Morning Meeting, ne, und dann muss ich meine Positionen rechtfertigen. Und da ist es natürlich psychologisch manchmal einfacher, bestimmte Dinge dann einfach zu vermeiden, um da nicht negativ aufzufallen. Also da verstärken sich vielleicht ungewollt Effekte, die gar nicht positiv sind, ne? Ja, Ja. da gibt es auch diesen Window-Dressing-Effekt zum Jahresende, ne? Ja, Dass man sehr nochmal zum stark. Jahresende. Also Ja, kurzlebig, aber sehr stark, ja. es ist verrückt. Gibt ja auch verschiedene Studien, dass es dann halt erfolgreiche Fonds gibt in einzelnen Jahren, die dann auch sehr oft viel Aufmerksamkeit bekommen. Aber langfristig sind das nicht die, wenn man mal über 10, 15 Jahre mal solche Entwicklungen betrachtet, wirklich Ja. die guten sind, sondern das sind meistens eher so die mittelmäßigen Fonds, die halt eine mittelmäßige Performance machen, die nie besonders auffallen, weder in die Aber eine noch in die andere regelmäßig gut, Richtung, ne? aber halt regelmäßig, ja, und auch nie richtig schlecht sind, aber halt auch nicht über den Effekt. Aber das liegt wahrscheinlich dann auch daran, dass das dann solche Fondshäuser sind, die dann vielleicht auch eine andere Kultur etabliert haben. Das kann schon sein, ja. Ja, also wie gesagt, das ist ja nicht immer böse Absicht, das sind halt einfach menschliche Ja. Effekte und das sind auch praktische Sachen. Also auch die Kunden sind ja auch Menschen und machen dann halt mal Druck. Also ich hatte damals am neuen Markt, da wurde so ein Fall erzählt von einem bekannten Value Investor bei einer großen Bank, der dann einfach dem neuen Markt total widerstanden hat und der hatte irgendwie Kirchen als Investoren und irgendwie, weiß ich nicht, 3 Wochen vor dem Peak haben die ihn so bekniet, dass er dann schließlich seine Strategie über den Haufen geworfen hat, auf dem Peak diese ganzen Sachen gekauft hat und dann schön mit runtergesegelt hat. Also da wurden solche Effekte gibt es halt einfach, ne? Also wir sind ja Teil einer Absolut, Gruppe ja. und wir möchten halt auch in der Gruppe uns wohlfühlen, ne? Ja, selbst wenn wir wissen, was kommt, das ist ja auch das Interessante. Also, wir sind ja jetzt gerade, wo wir sprechen, sind wir ja so in dieser typischen September-Korrektur. Ja, also das, was ja eigentlich ohnehin so ein, zwei Mal im Jahr passiert und typischerweise eben auch so im September, dass es mal im Markt einfach einen Richtig. größeren Ja. Rücksetzer gibt. Und ich habe zum Beispiel mit meinen Teilnehmern, wir haben da auch wöchentliche Live-Calls und seit Juni bereite ich so darauf vor, dass es jetzt mal noch nach oben gehen kann, aber dass es dann über den Sommer einfach hakelig wird und wahrscheinlich auch noch mal schmerzhaft. Hast du sie Und darauf vorbereitet, ja? ja, genau, aber ich bereite sie darauf vor und es gibt dann aber trotzdem immer so einen großen Teil, die dann trotzdem weiter überrascht sind. Und das ist einfach, das ist überhaupt nichts Verwerfliches, da kann ich auch keinen Vorwurf machen, sondern man kann vieles hören, man kann vieles wissen, aber wenn es dann da ist und wenn wir es dann spüren, dann ist das eine ganz andere Situation. Dann kommt wieder die Panik hoch, dann kommen die Ängste hoch. Kann das jetzt, ist ja schön, dass der Max das sagt, aber könnte das nicht jetzt dieses Mal trotzdem der eine große Crash sein? Jetzt darf ich ja nicht zu, wenn ich da jetzt zu lange drin bleibe, ne? Und dann wird wieder im falschen Moment verkauft und dieser langfristige Gedanke wird wieder verloren. Also selbst wenn wir wissen, was kommt, ist es schwierig, das Richtige zu tun, ja. Das ist ja das Ja, aber ich denke, Faszinierende. du machst da einen tollen Job, weil es ist immer schwierig in der Situation, wo es runtergeht. Also das zeigt uns ja die Behavioral Finance, da werden Gehirnregionen aktiviert, da kriegst du einfach Panik, da kannst du nichts machen. Ja. Also auch ich als in Anführungszeichen Erfahrener, ich kriege dann auch Panik. Also da hilft dann wirklich manchmal nur, komm hier, spazieren gehen und wie du schon Genau. gesagt hast, eine Strategie haben, die dann sagt, nee, sorry, wir wussten doch, dass das passiert, das ist ganz normal jetzt im Rhythmus. Aber trotzdem, ja, also man hat trotzdem diese Angst und also insofern, ich würde sagen, wenn du für dich merkst, du hast ihnen ein kleines Stück geholfen, also du kannst nicht verhindern, dass sie sich trotzdem so fühlen, aber du hast ihnen ein kleines Stück geholfen, dann hast du schon viel geschafft, ne? Ja, genau. Es ist nur interessant eben zu sehen, wie selbst wenn wir wissen, was kommt, das in uns doch nochmal Dinge auslöst und wie wichtig auch Ja.
diese Psychologie, das eigene Mindset ist. Selbst wenn man eine Strategie dann hat, dann kommt man sozusagen mit den nächsten Dingen in Berührung, mit denen man sich beschäftigen kann an der Börse. Genau. Naja, spannend. Du bist ja dann raus aus dem Fondsmanagement und hast aber dein Buch im Nachgang erst verfolgt zu deiner veröffentlicht zu deiner Strategie, ne? Das hast ja erst ich glaube 2011 rausgebracht und bist 2008 raus aus dem Fondsmanagement. Hast du richtig? Ja, ich meine, ich bin bisher nicht der Typ gewesen. Also gut, ich habe ja auch erst ein Buch geschrieben, aber manche schreiben ja Bücher am Wochenende, das konnte ich nie. Also ich habe Ja. tatsächlich ein Jahr frei gehabt, in dem ich das Buch geschrieben habe. Also neben der Arbeit hätte ich das jetzt nicht schreiben können und ja. Kann ich verstehen, ja. Was hat dich bewogen, dann zu sagen, okay, ich mach den Cut und gehe raus aus dem Fondsmanagement und ist ja mit Sicherheit auch kein Job, in dem man schlecht verdient. Und gehe mal raus und werde jetzt Lehrerin in Berlin. Das ist ja dann doch schon ein kompletter Wechsel. Ja, es war so eine Kombination. Also ich hatte halt, also der Job ist natürlich, also wie du sagst, der Job ist toll und wird auch sensationell bezahlt. Aber ich habe mich trotzdem einfach nicht mehr so richtig glücklich gefühlt. Ich war sehr gestresst, hatte das auch körperlich gemerkt. Und ich meine, jetzt so mit den Jahren im Rückblick frage ich mich immer, war das der richtige Schritt, da so auf Knall und Fall alles hinzuwerfen? Aber ich war einfach tatsächlich nicht mehr so richtig glücklich und mein Privatleben ist auch so ein bisschen kollabiert in der Zeit. Da kamen so mehrere Dinge zusammen und dann war das so ein bisschen so ein Befreiungsschlag auch. Und ich sag mal, mich hat schon auch diese Frage beschäftigt, die ich aber vielleicht auch etwas extrem angegangen bin, aber diese Frage, was ist eigentlich unser Beitrag für die Welt oder zum Guten in der Welt? Weil wir haben uns halt damals gab es dieses ganze nachhaltig investieren, das gab es im Grunde fast noch gar nicht. Das Einzige, woran ich mich jetzt erinnere, war, wir hatten als DWS so einen Themenfonds zum Klimawandel, aber das war halt ein reiner Themenfonds. Ne? Wir hatten jetzt keine Kriterien und so. Und also das hat mich einfach schon beschäftigt. Und aber da hätte ich natürlich auch, sag ich mal, das haben mich auch Leute gefragt, wieso bleibst du nicht und machst irgendwie so einen ethischen Fonds oder sowas? Das hätte ich auch machen können. Aber ich weiß nicht, also ja, ich meine, die Dinge sind, wie sie sind, und damals war ich einfach auch ein bisschen knallhart an manchen Sachen. Und dann Aber habe ich manchmal einfach braucht gedacht, man. jetzt bist du auf der Spitze des Erfolgs, also wann, wenn Ja. nicht jetzt? Ja gut, manchmal muss man auch das Pflaster abreißen, ja. Es ist einfach so, ja. Und es sind die schwierigen Entscheidungen. Aber manchmal muss man das auch treffen. Ich meine, ich hatte auch mal einen normalen Job in der Firma, der mir einfach ja nicht mehr den Spaß gebracht hat, wo ich gesagt habe, ich kann mir nicht vorstellen, das noch 20, 30 Jahre zu machen. Und habe dann das verfolgt, was mir Spaß macht. Und das muss man halt einfach manchmal machen. Das sind dann nicht die einfachen Entscheidungen. Ja, das kann ich voll nachvollziehen. Gerade wenn es einen mitnimmt. Mich hat das auch gesundheitlich so ein bisschen mitgenommen damals. Ja, man merkt es ja dann mit Stress, mit Ja, schlechtem man merkt Schlaf das dann, und mit ne? Dingen. Ja, Ja. und dann muss man einfach für sich eine Entscheidung treffen. Man hat ja nur ein Leben. Ja, absolut, kann ich nachvollziehen. Ja. Und 2008 war dann vielleicht auch nicht der verkehrteste Zeitpunkt. Nee, das wäre das Lustige, das haben mir immer alle gesagt, mein Gott, du hast genau den richtigen Zeitpunkt erwischt. Aber ich habe dann den Einstiegszeitpunkt verpasst, ne? Ja, so ist es manchmal. Ja, cool. Und was hat dich dann aber dazu gebracht, das Buch zu schreiben? Weil das ist ja dann schon nochmal was anderes, ein Buch zu verfassen über das, was man getan hat. Und wie bist du dazu gekommen, ein Buch zu schreiben? Ja, das war auch eine Kombination. Also ich schreibe sowieso gerne und ich wollte immer schon mal ein Buch schreiben und ich hatte dieses Konzept von dem Buch relativ klar im Kopf. Also und da war so ein Misch aus. Ich habe gedacht, na komm, du hast wirklich was gelernt und hast ja auch etwas anders agiert, investiert als andere. Das wäre doch irgendwie schade, wenn das verloren geht, wenn das nicht der Nachwelt sozusagen hinterlassen wird. Und ja, ich wollte vielleicht auch, dass mein Name jetzt nicht ganz verschwindet, nur weil ich aus der Fondswelt weg bin. Ne? Ja, war sicherlich auch ein Aspekt, ja. Ja, klar. Und war ja dann auch ein durchaus erfolgreiches Buch, kann man sagen. Wird ja bis heute noch verkauft, wurde ja auch übersetzt in andere Sprachen. Und Ja, gibt ja ins doch die eine Bulgarische. da. Ja, verrückt, ne? Und gibt ja doch die eine oder anderen, die da heute ja auch noch, und ich nutze das ja auch bei jeder oder fast jeder Aktienanalyse, Ja, cool. kommt ja der Lebermann-Score von Transparent Share als Plattform da noch mit rein. Also das überdauert dich ja noch, wenn das so weitergeht. Insofern ist es ja schön, sowas hinterlassen zu haben. Aber vielleicht kannst du mal die Lebermann-Strategie so grob umreißen. Also jetzt nicht in allen Details, weil dafür gibt es ja ein ganzes Buch, aber Ja. was zeichnet die Lebermann-Strategie aus?
Ja, also wenn man es jetzt in der Kürze zusammenfasst, also Lebensstrategie besteht ja aus 13 Faktoren, die alle gleichgewichtet sind, was vielleicht eine etwas einfache Herangehensweise ist, aber für den, sag ich mal, Aktienanfänger ist es erstmal der erste Schritt. Und die große Stärke und auch das, was sie, sag ich mal, etwas abgrenzt von anderen Strategien, ist, dass sie halt einen Mix darstellt aus Faktoren, die sonst üblicherweise getrennt bearbeitet werden. Also oft sind die Leute eher Value-Investor, also machen eher sowas wie Kurs-Gewinn-Verhältnis und so. Und Bilanzqualität und oder eher Wachstumsinvestor, ne? Und die Lebermann-Strategie macht halt einen Mix aus diesen beiden Sachen und fügt dann noch dazu ein bisschen Markttiming und Psychologie, also auch so ein bisschen Kontraindikatoren. Und ich glaube, also das hatte ich dann selber bei der DWS schon gemerkt, in den letzten Jahren, da gab es so Marktphasen, wo dann plötzlich da hat es dann selbst die Value-Investoren zerrissen, ne? Und meine Strategie, komischerweise, die stand einigermaßen stabil da, ne? Wo ich mich selber fast ein bisschen gewundert habe. Und da merkte man schon diesen Unterschied, dass das halt über die Möglichkeiten relativ ausbalanciert ist, ne? Jetzt vielleicht auch mal dazu eine Detailfrage, weil das ist ja immer so ein Thema, wenn man solche Kriterien hat. Hast du gesagt, 13 Kriterien und da bleiben ja dann trotzdem noch Aktien übrig. Also es filtert ja aus dem Universum an Aktien vieles heraus, was jetzt gerade nicht in Frage kommt und es liefert ja dann Kaufsignale und Verkaufssignale, wenn dann ein gewisser Anteil der Kriterien erfüllt ist oder eben auch nicht mehr. Aber du hast ja eine gewisse Depotgröße. Du hast ja jetzt nicht in deinem Fonds auch und entsprechend der Strategie einfach alles gekauft, sondern was irgendwie Einstiegssignale geliefert hat, sondern wo hast du dann gesagt, okay, das nehme ich jetzt rein oder das nehme ich jetzt nicht rein, auch wenn das, wenn du 10 Einstiegssignale an einem Tag bekommen hast, sozusagen. Naja, also in meiner Zeit als Fondsmanagerin habe ich natürlich noch mal ein bisschen geguckt, ob die Daten auch stimmen, ne? Also da ist aber ein ganz normaler Schritt. Manchmal hat man einfach Fehldaten auch. Und dann habe ich natürlich schon auch ein bisschen geguckt, fühle ich mich grundsätzlich mit dem Unternehmen so ein bisschen wohl. Ich meine, das ist eine schwierige Sache, weil es auch Studien gibt, die sagen, also wenn du dich für diesen, man nennt das ja quantitatives Investieren oder regelbasiertes Investieren. Also da gibt es Studien, die sagen, wenn du dich für diesen Ansatz entschieden hast, ist es eigentlich eher schlecht, wenn du dann noch versuchst, das Qualitative reinzubringen und selber zu, oder das Fundamentale, weil dann machst du es eigentlich kaputt, ne? Weil typischerweise, das ist ja das Tolle an diesem quantitativen Investieren, dass es eben auch Aktien hervorbringt, wo gerade die Mehrheitsmeinung sagt, oh, um Gottes Willen, ne? So, also insofern musst du da ein bisschen vorsichtig sein. Aber andererseits, wie du schon gesagt hast, man will trotzdem ja ruhig schlafen können, ne? Also insofern ein bisschen geguckt, was das Unternehmen eigentlich ist. Und dann habe ich noch was gemacht, was, glaube ich, in dem Buch noch nicht so richtig drinsteht oder ein bisschen zu kurz kommt, was wir dann in dem Webinar auch nochmal erklären wollen. Ich hatte noch zusätzlich zur Lebermann-Strategie, hatte ich noch so ein Sektor-Overlay. Also ich hatte noch im Prinzip eine Art Zusatzstrategie, die geguckt hat, welche Branche sieht eigentlich gerade ganz gut aus. Und danach habe ich dann einfach geguckt, weil die Aufgabe des Fondsmanagers ist es ja vor allem, die Benchmark zu schlagen. Und wenn jetzt die Benchmark, sage ich mal, 10% Autowerte hat, dann musst du dich relativ zu diesen 10% positionieren, ne? Also wenn du dann, ne, da hat mir dann eben dieses Sektor-Overlay nochmal geholfen zu sagen, okay, jetzt sehen vielleicht die kleineren also in den Nebenwerten waren es ja dann zum Beispiel die Automobilzulieferer, die sehen gerade ganz gut aus. Was sagt das Sektor-Overlay? Das sagt dann Übergewichten, dann guckst du halt, dass du, wenn die Benchmark bei 10% ist, dass du vielleicht auf 15% kommst, ne? Also hast du im Also Prinzip auf diese diese Weise. Sektorrotation auch nochmal zunutze gemacht, die es dann immer wieder gibt. Genau, Sektorrotation zunutze gemacht, aber eben auch für die, wie du sagst, die schwierige Entscheidung, da hast du, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt rausgegriffen. Ich habe jetzt die Kaufsignale, wie viel kaufe ich jetzt tatsächlich Ja, von meinem genau. Depot, ne? Ja. Ja. Ja, das ist immer das Schwierige, ja. Weil man muss sich auch irgendwo im Depot begrenzen, weil wenn du am Richtig, Schluss ja. 200 Aktien im Depot hast, ja, nur weil Dann überall kannst du auch einen alle Fonds kaufen, Einstiegssignale ne? liefern, genau, ja, Ja. dann kannst du auch gleich den gesamten Vergleichsindex abbilden, dann kann es ja nicht besser werden. Ja. Das ist ja das Schwierige. Okay, spannend, ja. Jetzt ist ja die Lebermann-Strategie von 2011, eigentlich hast du ja schon länger angewendet und hast das Buch 2011 ja veröffentlicht. Das ist ja jetzt auch schon wieder eine Weile her. Wir rechnen jetzt nicht aus, wie viele Jahre, aber es sind ein paar Nein. Jährchen. Genau. Würdest du heute noch alles genauso machen? Oder gibt es irgendetwas, wo du sagst, naja, da würdest du die Lebermann-Strategie heute ein bisschen anpassen? Oder oder anders gefragt, was hat sich denn verändert in den letzten 10, 15 Jahren, wo man sagt, man müsste das vielleicht ein bisschen nachjustieren?
Naja, also von, das sind, das, du fragst wirklich gute Fragen. Also diese Frage, was hat sich verändert, das dazu führen würde, dass man nachjustieren müsste, das würde ich eigentlich gar nicht, da hat sich wenig verändert. Also ich beobachte ein bisschen und ich glaube, das liegt daran, dass wir eine andere Anlegergeneration haben, oder jüngere Anlegergeneration haben, die in den Markt kommen und die auch durch Kryptowährungen, wir haben das mal analysiert, die durch Kryptowährungen schnellere Bewegungen gewohnt sind, ne? Also das ist, glaube ich, der Bereich, wo man sagen würde, da hat sich was verändert. Also da würde ich vielleicht heute nicht mehr dieses Statische nehmen mit diesem Kurs über 6 Monate, Kurs über 12 Monate, sondern das vielleicht ein bisschen relativer gestalten und sagen, lieber Vergleich, weiß ich nicht, zur 200-Tage-Linie oder sowas. Andererseits, das meiste hat sich eigentlich am Markt nicht verändert. Also die Lehmann-Strategie versucht ja auch mit dem zu arbeiten, was in den Köpfen der Menschen ist. Und wenn du zum Beispiel jetzt im Internet oder auch die Experten bei Bloomberg auf die Plattform gehst, also was guckst du dir meist an? Du guckst dir meist einen Jahreschart an oder einen 6 Monatschart. Sprich, das ist das, was unsere Köpfe, ne, was wir sehen. Und dann sind das auch die Kriterien, die funktionieren. Also von der Sichtweise, was hat sich im Markt verändert, was die Strategie verändern würde, das würde ich, glaube ich, fast sagen, da ist fast gar nichts. Ich selber würde vielleicht ein paar Sachen anders machen, weil es jetzt so ein paar Praxistests gibt. Also die Levermann-Strategie war ja schon ein bisschen eine Vereinfachung von dem, was ich als Fondsmanagerin gemacht habe, ne? Weil diese Daten, die wir da hatten, die hat man eben nicht alle kostenlos im Internet. Ja. Und deswegen habe ich das schon vereinfacht. Und da gibt es jetzt eben Erfahrungswerte. Also du hast ja vorhin hier Transparentia erwähnt. Also es gibt ja netterweise viele Websites mittlerweile, die es vereinfachen, diesen Levermann-Score zu berechnen. Das ist ja auch toll. Und mit Transparentia erkenne ich jetzt ein bisschen, weil ich mit denen öfters mal zusammenarbeite. Und die haben mir erzählt, dass sie eben so Erfahrungswerte gehabt haben, wo dann sich die Schwellenwerte manchmal schnell verändert haben. Dann haben wir plötzlich Kauf und am nächsten Tag schon wieder halten oder verkaufen. Also da gibt es, Ja. ne, oder zum Beispiel dieser Faktor mit den Gewinnrevisionen, der ist wohl nicht so richtig verfügbar im Internet und Analystenschätzungen auch nicht so richtig. Und dann haben die den halt verändert. Und also da gibt's von der Seite, sag ich mal, so ein paar praktische Möglichkeiten der Anpassung. Ich selber, also ich habe sie bisher, also wenn ich sie überarbeiten würde, würde ich zum Beispiel auch Faktoren wie Eigenkapitalrendite nicht punktuell auf nur ein Jahr betrachten, sondern auch über 5 Jahre Durchschnittswerte nehmen, zum Beispiel. Dann hätte man auch so diesen Corona-Effekt nicht so drin. Andererseits, ich schwanke immer so ein bisschen, weil ich denke, ey, wenn ich einmal das Fass aufmache, diese Strategie zu überarbeiten, dann ist, Ja. ja, also klar, auf der einen Seite, ne, ein VW Golf, der wird auch verändert mit den Jahren, die Technologie wird besser und so weiter, aber andererseits zum Beispiel ein Warren Buffett, der hat sich nicht verändert, ne? Ja, Also. wobei, ist interessant, was du sagst auf jeden Fall, weil es gibt auch so Sachen, die ich feststelle, weil die Frage kriege ich ja auch immer wieder. Naja, funktioniert so eine Strategie, wenn ich die jetzt anlege oder ansetze oder auch wie ich es mit meinen Teilnehmern durchspreche, funktioniert das denn in der Zukunft noch? Und es gibt einfach Komponenten, die bleiben immer gleich. Also die sind auch seit 1950 die gleichen vom Ja, Grundsatz her. richtig. Was ist ein gutes Unternehmen? Ja, also welches Unternehmen entwickelt sich gut? Wo werden die Gewinne gesteigert? Welches Unternehmen wächst? Also so Richtig, ja. grundsätzliche Sachen bleiben gleich. Auch die menschliche Psyche hat sich ja nicht geändert, auch wenn alles schneller geht und alles schneller verfügbar ist. Auch diese ganze ja, die Art und Weise, wie wir Menschen agieren, auch immer wieder in Masse agieren, das hat sich ja nicht verändert. Was sich halt verändert hat, so wie du sagst, ist halt auch mal die Datenverfügbarkeit. Also welche Daten kann ich denn haben? Wie schnell kann ich sie haben? Dadurch kann sich so etwas verändern. Auf was für Daten habe ich Zugriff? Und das ist auch gefährlich, ne? Weil wenn man zu viele Daten hat und zu viele Nachrichten, dann wird Ja, man auch zu schnell wuselig und unruhig. Und dann ist genau. es eben wichtig, dass man eine Strategie auch nicht ständig überwirft und neu versucht zu Richtig. definieren, sondern dass man den Das ist Kern ganz gleich wichtig. lässt und einfach versucht, so mit der Technologie und vielleicht auch mit der Zeit zu gehen, sagen, okay, manche Dinge beschleunigen sich einfach, aber es ändert den Kern nicht. Ja, das sehe ich ganz genauso. Ja, interessant, dass du das auch sagst. Ja. Ja, wie gesagt, es Okay. juckt mich immer an den Fingern, aber dann denke ich, ey, wenn du einmal Levermann 2.0 rausbringst, dann ist das ist die Box der Pandora. Irgendwann ist es dann 7.0, dann hört das nicht auf, dann endet Ja. das nicht mehr.
Apropos, und das ist ja vielleicht eine gute Überleitung, du machst ja mit Transparent Share am 11. Oktober ist das ja ein Webinar zum Thema gewaltfrei investieren. Das ist ja im Prinzip wie eine Art neues Konzept. Ist das Levermann 2.0 oder ist das Susan 1.0 oder was können wir uns darunter verstehen? Weil wenn ich jetzt höre, gewaltfrei investieren, denke ich natürlich erstmal, okay, keine Keine Waffen. Waffen, ne? Ja. Ja, aber ich Ja, habe dich genau das. verstanden, das geht noch weiter. Ja, also gewaltfrei investieren ist viel größer als die Liebermann-Strategie. Also das und das hat auch mit Waffen wenig zu tun, sondern es geht darum, also der Untertitel lautet eigentlich Strategien, die die Seele schonen oder die Nerven schonen. Ne? Also es geht eigentlich darum, weil was du ja auch erwähnt hast, nochmal wieder den Fokus zu legen auf die Anlegerpsychologie und zu sagen, eben was du beschrieben hast, ne? Du erklärst ihnen, guck mal, im September, Oktober, da gibt es wahrscheinlich bisschen saure Zeit, da musst du dich einfach vorbereiten und die Nerven bewahren. Und trotzdem schaffen es die Leute ja nicht, ne? Und da habe ich mich dann eben gefragt, was sind Strategien, die den Menschen einfach helfen können? Es liegen ja nach wie vor Billionen auf dem Sparbuch, ne? Oder sind in Lebensversicherung. Also das sind ja Beträge, da wird einem ja schlecht. Und wir haben nun mal faktisch einen Paradigmenwechsel mit den gestiegenen Zinsen, mit der Inflation, wo diese Spanne zwischen dem Sparbuch und der Inflation einfach noch viel größer geworden ist und wo, sag ich mal, die Dringlichkeit, sich zu fragen, ob das die richtige Langfristanlage ist, einfach größer geworden ist. Und das ist also das eine. Und dann steht aber da die Börse, die halt wirklich auch, wie du das auch beschrieben hast, die ist einfach auch nervlich anstrengend, ne? Das schwankt und das knallt und dann diese ganzen Nachrichten und ich meine, da wird man verrückt, ne? Und wie komme ich jetzt in diese Mitte? Und das versuche ich halt mit diesem Oberbegriff gewaltfrei investieren, da so einen, wie soll ich sagen, eine neue Blickrichtung reinzukriegen und zu sagen, naja, ne, wir haben die Notwendigkeit, wenn du nicht in der Altersarmut enden willst, dann kannst du das nicht mit dem Sparbuch lösen. Und andererseits, ich sage dann immer, ne, das ist wie ein bisschen, du musst mit der Luftmatratze über den Atlantik. Und das ist natürlich ganz schwer, ne? So, und da nützt es dir auch nichts. Also es nützt dir schon ein bisschen was, wenn du weißt, wie die Luftmatratze funktioniert. Das ist hilfreich, aber das ist immer noch der Atlantik vor dir, ne? Und dann ist zum Beispiel eine Strategie zu sagen, na gut, wenn ich mit der Luftmatratze über den Atlantik muss, dann wenigstens nicht zur Hurricane Season, ne? So, also so in diesem Stil. Und das, also gewaltfrei investieren versucht, Strategien zu beschreiben, die deine Nerven schonen, die etwas weglassen, was dich stresst und etwas hinzufügen, was dir gut tut. Und so ganz, ganz kleine, sanfte Schritte, weil, hast du ja auch gesagt, ne, unser Gehirn ist halt in einer gewissen Weise programmiert, schon eine Veränderung ist Stress, ne? Das muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig angehen und insofern ist das mehr so eine Art Investmentphilosophie, unter der es dann verschiedene Unterstrategien gibt und die auch für jeden individuell anders ist, ne? Also das wollen wir in dem Webinar dann so ein bisschen zeigen. Und das Konzept formt sich auch erst in mir, sage ich mal. Erst mit dem Gespräch mit anderen wird mir auch mir das so ein bisschen klarer, ne? Aber klingt spannend. Das heißt, am 11.10. unbedingt bei dir ins Webinar reinkommen. Ja, sehr Ich gerne, werde genau. hier, genau, ich werde hier in der Video- und Podcast-Beschreibung werde ich den Link zur Ja, Anmeldung cool, vielen Dank. mit hinterlegen. Und der Kollege von Transparent Share hat mir da auch einen Code hinterlegt, um da einen Rabatt mit einrechnen zu können. Insofern, alle, die den Link da benutzen, kriegen noch einen Rabatt. Ich kriege nichts dafür, aber freue mich, wenn Leute natürlich mehr zum entspannteren Investieren an der Börse kommen, weil darum geht es ja auch, ne? So wie du sagst, mit dem Sparbuch alleine wird es nicht reichen, selbst wenn da jetzt ein paar Prozent Zinsen draufkommen. Die Inflation frisst es ja wieder auf der anderen Seite auf und Richtig, ja. irgendwie müssen wir dann über den Atlantik kommen, ja? Vielleicht nicht mit dem Schlauchboot, sondern vielleicht schon mal im Kutter, aber das ist ja trotzdem spannend und anstrengend genug und etwas, wovor sich ja was viele sich jetzt nicht unbedingt zutrauen würden. Ja, und wo man Und sich auch zu Recht vorfürchten muss, da muss man sich ja wirklich Gedanken machen, wie man das schafft, ne? Ja. Ja, genau. Und dabei dann ruhig schlafen zu können mit den Investitionen, das ist das Wichtige, das ist auch meine Erfahrung. Weil wenn du mit deinen Investments nicht ruhig schläfst und nicht dich sicher fühlst, dann fängst du nämlich genau an, wieder im Kopf dir die Gedanken zu machen, war das jetzt richtig, war das die richtige Entscheidung, soll ich da dabei bleiben, ist jetzt nicht wieder alles anders, steige ich jetzt nicht wieder aus und machst dann genau in den falschen Situationen die Verkäufe oder Käufe. Und das führt dann halt wirklich eher dazu, dass das Sparbuch dann vielleicht doch besser gewesen wäre. Und das wollen wir ja nicht, weil das bringt ja langfristig auch nichts.
Ja, cool. Da bin ich ja mal gespannt auf das Webinar und was rauskommt. Und ich vermute mal, du hast dann wahrscheinlich dann im Nachgang auch noch ein bisschen was im Petto und hast das ein oder andere geplant, vielleicht dann nochmal ein Buch, aber will ich ja nicht unter Druck setzen. Vielleicht kommt ja nochmal was von dir. Oder hast du da schon was geplant? Ja, also ich natürlich soll gewaltfrei, also ich habe Titelschutz eingereicht für gewaltfrei investieren als Buch, und ich habe auch so ein ungefähres Konzept. Das ist für mich eine neue Art von Schreiben, weil bei dem anderen Buch hatte ich, wie gesagt, ja das Wissen, das war das gesammelte Wissen aus den 8 Jahren bei der DWS, das war sozusagen fertig im Kopf, ne? Und hier ist es ein Ja, bisschen klar. anders, weil ich das zum Teil ja neu entwickle. Also insofern ist es da noch viel schwieriger, eine Prognose abzugeben, wann ich das fertig kriege und ob ich das je fertig kriege. Aber ja, ich will das ja so ein bisschen als Roman schreiben auch, ne? Ah, spannend, ja. Finde ich gut, ja, weil es ist Ja, so manchmal ein leichter, solche, Börsenroman. ja, so ein Börsenroman. Habe ich mir echt halt auch schon mal überlegt, wäre eigentlich eine Hast du auch schöne. schon überlegt, ne? Ja, schon eine schöne Sache. Ich bin jetzt nur, glaube ich, nicht der beste Geschichtenerzähler. Ich versuche es immer wieder, aber ich glaube, das bringt natürlich das Thema auch ein bisschen näher, wenn man es in einer Es spannenden kommt auch Geschichte ein vielleicht Witz gelesen vor, in hat. den sich die Hauptdarstellerin verliebt. Ich meine, wie toll ist das denn? Ja, genau. Am besten noch in der Aktie am Schluss. Ja, genau. Ach ja, okay. Schön. Vielleicht zum Abschluss. Was ist denn etwas, wo du sagst, wenn diese ein, zwei, drei Sachen Privatanleger heute machen würden, dann wären sie an der Börse erfolgreicher. Also, was siehst du denn immer wieder, auch mit deiner Erfahrung, wo du sagst, es könnte doch so leicht sein, wenigstens diese paar Sachen zu machen und schon könnte man sich sehr viel Leid ersparen. Ja? Man muss ja nicht dann gleich den Index schlagen und der Allerbeste sein oder sonstiges, aber zumindest mal dann mit mehr Ruhe da zu investieren. Kannst du da was mitgeben? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also das eine hast du ja auch schon gesagt, ne, dass das A und O ist, irgendeine Form von Strategie zu haben, also irgendeine Form von Kriterien. Einerseits, um in diesem, sag ich mal, Dschungel auch eine Orientierung zu haben und zu überleben, und andererseits, um auch zu lernen. Also wenn ich dann eben einen Missgriff habe, kann ich mich ja fragen, warum habe ich hier einen Missgriff? Stimmt meine Strategie nicht? Und dann kann ich die verfeinern und dadurch schaffe ich es dann in Zukunft auch besser zu werden, ne? Also das ist ja der zweite Benefit von so einer Strategie. Und ansonsten, ich meine, das habe ich ja auch in einem anderen Video gesagt, also das Allerwichtigste, und es ist nicht leicht, also das ist, glaube ich, nochmal wichtig, sich das vor Augen zu führen, dass es nicht leicht ist, weil unser Gehirn eben auf eine gewisse Weise programmiert ist. Das Allerwichtigste ist, als erstes wirklich oder auch regelmäßig immer wieder den Fokus wegzubekommen von, wo verdiene ich Geld, hin zu, wie vermeide ich es, Geld zu verlieren. Also was sind meine typischen großen Fehler und wie kann ich mir selber helfen, diese Fehler zu vermeiden? Und das ist nicht einfach. Also das ist nicht Ja. einfach, weil, ne, wir sitzen abends in der Kneipe und dann sagt der Kumpel, ey, guck mal hier, Nvidia, guck mal, da war ich dabei, hier voll verzehnfacht, was bist du für ein Loser, ne? Und dann wird man natürlich nervös. Also das ist, ne, da dann konsequent zu bleiben und zu sagen, nein, ich habe gemerkt, also ich zum Beispiel jetzt, ich persönlich, Susan Lebermann, ich habe mit diesen Mega-Wachstumsaktien, da habe ich einfach Schwierigkeiten, ich kann das nicht. Ne? Und da dann zu sagen, nein, ich kann das nicht und ich brauche das auch nicht, ne? Und zu vertrauen, dass wenn ich das Schlechte weglasse, das Gute übrig bleibt, das ist nicht leicht, aber das ist, sag ich mal, das, was auch viele andere Investmentgrößen einfach groß gemacht hat. Und ich glaube, Warren Buffett zum Beispiel sagt, 90% seiner Zeit sagt er immer nur nein. Ne? Ja. Ja. Ja, das Wichtige ist, glaube ich, wirklich, so wie du sagst, erstmal die schlechten Dinge rauszustreichen und nicht nur einfach dem neuesten Thema hinterherzurennen Ja. oder dem, was vielleicht gerade gefragt ist, nach Bauchgefühl, sondern klare Kriterien zu haben, zu sagen, hey, daran halte ich mich und da eben auch eine Richtig. Weile dabei zu bleiben, weil Richtig. Warren Buffett war die ersten Jahre auch nicht berühmt für seine Investmententscheidungen und er hat auch ein paar Mal daneben gegriffen, macht er heute auch immer noch. Ja, Das gehört klar. einfach da dazu. Aber das Wichtige ist halt, Genau. diesem Ansatz dann auch treu zu bleiben und Das einfach zu ist ganz verstehen, wichtig, ja. was funktioniert, warum funktioniert's. Und ich muss dem einfach vertrauen über eine gewisse Zeit und kann nicht nach einem halben Jahr auf mein Depot schauen und sagen, hey, in dem halben Jahr ist es aber noch nicht so gelaufen wie bei Warren Ja, Buffett jetzt genau. über 20, 30 Jahre, ja. Sondern da eben auch mal ein paar Jahre dem Ganzen einfach Zeit zu geben und auch eine gewisse Ruhe zu entwickeln. Ja. Sehe ich ganz genauso. Cool. Hast du noch irgendwelche Wünsche oder sonstigen Empfehlungen, die du jetzt noch an die Zuhörer, Zuschauer hast? Ja, pff.
Also erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, mit dir zu sprechen, Max. Das hat mir Spaß gemacht und erstmal auch toll, dass es so Menschen wie dich gibt, die den Leuten ein bisschen die Augen öffnen, wie die Börse funktioniert. Und ich meine, ne, wir müssen einen Führerschein machen, um Auto zu fahren, aber an der Börse kann jeder sein Geld verzocken. Das ist eigentlich, ja, das ist eine Ja. interessante Situation. Also das ist toll, dass es Menschen wie dich gibt, die den Leuten ein bisschen helfen, eben nicht so schnell dann Geld zu verlieren. Also ich habe auch schon viel Geld an der Börse verloren, auch schon in Studentenzeit. Also das muss nicht sein, ne? Und ja, also nö, ich habe eigentlich keine Wünsche. Also ja, ich wollte noch mal eine Warnung aussprechen vielleicht. Das mache ich in dem Webinar auch. Also ich habe das, ne, die Warnung lautet, ne, wir haben wirklich einen Paradigmenwechsel. Wir haben steigende Zinsen, wir haben Inflation, wir haben hohe Energiekosten. Und wir haben nicht mehr einen deflationären Preisdruck, wie wir das in den letzten Jahrzehnten hatten durch die Globalisierung mit China und so weiter. Wir haben jetzt ja eher wieder frostige Zeiten global und wir haben eher einen Preisdruck durch Sachen wie Klimawandel, ne? So, das heißt, die Inflation wird nicht so leicht weggehen, ne? Also es haben sich tatsächlich Dinge fundamental verändert. Und deswegen kann es sehr gut sein, ich meine, Prognosen sind immer, man weiß es nicht, ne? Aber es kann sehr gut sein, dass wir eine ähnliche Phase erleben wie 1960 bis 1980 im DAX oder in Japan, wann war das, 1990 bis 2020 oder sowas, mit Seitwärtsmärkten. So. Und ich habe gestern, ich habe für dieses Webinar in Vorbereitung mal Zahlen gerechnet, also 1960 bis 1980 hat der DAX also seitwärts, also faktisch null gemacht. Bei gleichzeitig im Schnitt fast 4% Inflation im Jahr. Das heißt, wenn du nichts getan hast und einfach nur ein ETF hattest, hast du faktisch dein Vermögen halbiert. So, und jemand wie ich zum Beispiel, ich bin jetzt fast 50, ne, ich habe noch 20 Jahre bis zur Rente. Wenn jetzt so eine Phase kommt, also das ist eine richtige Katastrophe, ne? Und da muss man Absolut. sich klar vor Augen führen, also ich bin persönlich ein großer Gegner von dieser ganzen Diskussion, alles in ETFs. Ja, ein ETF mag vielleicht besser sein als ein Fondsmanager, weil er auch billiger ist und weil er konstanter ist. Aber ein ETF ist ja nichts anderes als einfach mal die größten Unternehmen sortiert, fertig aus. Dahinter steckt überhaupt gar keine Logik, was gut ist für die Welt oder was gut ist für Rendite. Und es kann wirklich sein, wenn wir in so eine Phase kommen, dass eben genau das nicht mehr ausreicht. Und dass wie soll ich das formulieren? Was uns erzählt wurde, Aktien bringen immer 6 bis 8%, das kann auch mal jahrzehntelang nicht stimmen. Ich bin persönlich nach wie vor großer Fan von Aktien. Ich glaube, das ist Teilhabe am Unternehmergewinn, ist das A und O. Aber einfach nur den Korb zu kaufen und dann den liegen zu lassen, es kann sein, dass das nicht reicht. Und diese Warnung wollte ich gerne mal aussprechen. Ja, ist absolut richtig. Sehe ich auch so. Und auch diesen Paradigmenwechsel, was ja eigentlich hatten wir ja auch jetzt mit 2022 den größten Bärenmarkt seit der Finanzkrise. Ja. Dazwischen gab es kleine Crashs, aber jetzt nicht natürlich Corona, aber das war jetzt der erste wirkliche Bärenmarkt und das hat natürlich mit einem Paradigmenwechsel zu tun. Wir waren ja auch kurz wieder eigentlich vor einer Finanzkrise, vor einer Börsenkrise, Quatsch, Bankenkrise 2.0 im März Mit 2023. Credit Suisse oder was? Auch ja, und natürlich auch mit dieser First Republic in Amerika. Ach so, mit Also denen, ne? das hätte ja auch schnell wieder in eine andere Richtung gehen können. Also man darf das gar nicht so unterschätzen, dass das jetzt einfach ein Gezeitenwechsel ist. Und das kann auf der einen Seite zu so einer Entwicklung führen, wenn die Zinsen danach vielleicht wieder fallen, wie wir nach 2009 hatten. Das kann aber eben auch sein, dass all diese Faktoren und die Zukunft ist einfach ungewiss, dazu führen, dass wir eine große Seitwärtsphase kommen. Richtig. Absolut, ja. Und deswegen muss man auch gerade in solchen Situationen mal schauen, sowas auch zum Beispiel wie Anleihen war jetzt lange Zeit eigentlich nicht attraktiv, weil die Zinsen immer weiter gefallen sind. Und jetzt auf einmal haben sie wieder ein interessantes Umfeld für die Zukunft, dass man eben sich mit den Dingen auch mal wieder anders beschäftigt, weil die Dinge der letzten 10 Jahre vielleicht nicht mehr eins zu eins so gelten, sondern auch einfach mal schaut, was hat sich denn geändert. Und hast du absolut recht, ETF ist eine gute Sache und häufig auch besser als nichts, ja. Bevor man es wirklich nur auf dem Sparbuch lässt, weil da hat man überhaupt gar keine Chance. Und auf der anderen Seite muss man sich dann aber auch schon mal damit beschäftigen, wovon kann ich denn wirklich profitieren? Also wo liegt denn da die Zukunft und was hat sich geändert jetzt durch so eine Situation? Ja, spannendes Schlusswort. Könnten wir eigentlich eigenen Termin nochmal zu Machen machen wir oder mal ein mal. eigenes Interview. Max Gamperling und Susan Lebermann warnen vor der Zukunft. Ja, genau. Der nächste große Crash kommt. Ja, du hier, mal Crash-Propheten. Nein, mir geht es gar nicht um Crash. Ich glaube wirklich, was du gesagt hast, Ja, seitwärts. Aber absolut. hast du das nicht mal gesagt? Crash-Propheten werden am schnellsten berühmt. Also insofern Absolut, ja. sollten wir wirklich drüber nachdenken.
Genau, das könnten wir fürs nächste Mal überlegen. Aber gut, ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt mal viel Erfolg für dein Webinar mit Vielen Dank. Transparent Share am 11.10. Link, wie gesagt, in der Beschreibung unten drunter. Und freue mich auch schon auf deine Berichte zum gewaltfreien Investieren und deine Ansätze da. Und hat mich sehr gefreut, war sehr interessant, wieder viele neue Erkenntnisse und Einblicke, die immer wieder spannend sind mit dir. Und ja, freue mich, künftig auch wieder mehr von dir zu hören und wünsche dir alles Gute. Ja, vielen Dank, Max. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und für alles Gute für deine Arbeit. Das ist wirklich toll, dass du Menschen an die Hand nimmst. Also. Ja, vielen Dank dir. Und an alle Zuschauer und Zuhörer, wenn ihr mehr von Susan künftig hören und sehen wollt, auch hier auf dem Kanal, schreibt mir es gerne, auch in die Kommentare oder über Instagram. Ansonsten, wenn ihr weitere Wünsche habt für Videos, für Podcasts oder sonstiges, meldet euch gerne mit Vorschlägen. Und vielen Dank, Susan, und bis bald.